aber mit 200 BPM. 200? Ich finde, da hat irgendwas. Weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, 200. Ja, das ist doch Highway to Hell. Das ist so. Ja, aber man kann sie ja El Solito, diesen Takt einfach mit. Ja, das ist immer schlecht.
meine nationalen Fähigkeiten sind eingeschränkt. Und mein Tag ist mein Geld. Ich wollte ihm direkt mein Geld geben. Und er wollte es einfach nicht. Das war nicht für ihn. Ich wollte einfach Geld geben. Ich weiß, er braucht das. Das ist das kleine Geheimnis hier, dass ich ja seitdem Konati da weg ist, zahle ich ja nichts mehr, weil ich jetzt hier hoch bin. Deswegen mach ich immer reinpuppen. Boah, ist jetzt vorbei, leider. Nächster, die Sorgen, ich wusste es. Dafür habe ich jetzt ein Viertel 1000 Euro bezahlt für das scheiß Turnier. Ne? Was? 250 Euro fürs Turnier. 150 für die Miete und 100 Euro für Reinigungspfand. Können wir das nicht aus der. Naja, muss ich auch noch mal mit. Das ist ja nicht dein Geld. Das ist ja so. Der Kapitalisten-Sorge. Muss ich trotzdem aus meinem Konto erstmal zusammenpassen. Sie hat uns hier das Geld aus der Tasche. Möchte ich auch sagen, ich glaube, ich werde Stibu, Merolem, alter Digga, Konati, vielleicht Kahn noch nachher, wenn ich die Kapitän nachher höher mache. Nein, mach die nicht höher. Naja, 32 ist für die Wende schon ziemlich optimal. Ja, 40 das letzte Mal, das ging ja noch. Aber da war es auch Sommer. Also ich will halt 35 machen, weil im Moment haben wir einen 8er Puls. Und wenn du überlegst, 8er Puls ist ja 7 plus 6 plus 5 plus 4 und so weiter Spiele. Ne? Also ein ganzes Weekly im Prinzip für einen Pool. Aber auf 2 TVs, das geht eigentlich nicht. Deswegen müssen wir das 100, also 8 mal 4er Pool, das ist scheiße. Das ist sinnlos. Ja, dann braucht man gleich Poolspiel. 36er. Ja, 36, 6 mal 6. Und dann in zwei Wellen halt. Das ist genug TVs für alle. Ja, du mit deiner Big Logic und Facts. Bones und Slip-Tarts. Ja. Hello, Shapiro. Was auch bin ich heute? Mein Buch oder so? Bin ich immer so ein. Ach, ja. Hast du mir nicht erlaubt? Effi ist ein Künstler, statt einfach zu backen, scheitern einfach so. Oh. Ich bin die Revolution. Sprengels. Oh mein Gott. Cheater. 60-40. Auf zu 60-40. Illegale Performance Enhancing Substanzen. Eigentlich gehört es nicht, wenn du. Ja, das ist wie ich weiß auch nicht, was es hilft. Das ist irgendwo in Holland. Ja. Ach so, stimmt. Die haben irgendwas geschrieben, was sie da hinwerfen. Ich wohne doch da in der Nähe, ne? Eigentlich. Nee, die kommt daher, Saarland oder scheiße. Nee, von France. Saarland und Holland? Ja, das Saarland ist ja immer noch näher dran als Berlin. Naja. Fast schon. Nein. Das ist immer noch näher dran. Berlin ist 500 Kilometer von daher. Ich würde mega gern zu A-Shift lernen fahren. Nee. V2. Warum? Franzosen. Ja, aber ich meine, ich weiß nicht. 15 Jahre nicht mehr in Paris. Ich würde voll gerne mal, also einfach nur mal um ganz schnell anzugucken und dann wenig zocken. Nur 2 Stunden einmal eine Stadt rum, das war's. Du bist halt in London gemacht für, wer ist das, R4? Mein Interesse ist zu viel, das heißt, einfach zu viel. Ich werde nicht zu fett. Du bist das jetzt irgendwie in Stoke on Trend, so, yeah. So ein Awakening. Einfach hier zu einer Freundin. Von eben, dann müssen wir hier die. Habt ihr diese Venue gesehen, die KP666 baut? Ja. Das beste Gaming-Zentrum der Welt gerade wieder gebaut. Level heißt das. Ja, die haben so Kubus, wo die Leute da drin sitzen können, Soundproof, Sport-Arena und Bar und all diese Scheiße. Das macht. Ich dachte, die wollten respawnen. Nein, nein, das ist hier, der arbeitet da nur halt irgendwie jetzt. So als Fixer, keine Ahnung. Ja. Nicht als CEO, sondern als HR-Person. Aber das ist halt wirklich so die Most Advanced Gaming Venue. Sieht da wirklich extrem heftig aus. Was? Ja, ich habe gesehen, es gab ein Smash-Spiel bei den 40
Center. Ja, das ist das Problem bei all diesem modernen Gaming-Scheiß, da kommt halt maximal alte mit rein. Halt dann. Ja, deswegen. Bin ich ein bisschen auch echt froh darüber, weil es ist halt schon cool, aber ich finde das ja eigentlich so viel schöner als sowieso was mit Leon rühren. Ja, deswegen, das ist so absolut im nächsten Level-Shit. Und da sitzen immer die Leute drin und sowas. Das ist absolut. Awakening war halt auch ziemlich geil. Nein. Also, naja. Aber ich fand zum Beispiel End of the Line mal einfach super. So ein Raum ist halt genau das. Das ist halt nicht so, das ist halt so High Society. Aber warmes Licht halt. Ja. Und deswegen ist auch das, die alten Big House Turniere sind viel, viel cooler als die neuen. Aber keine Stripper. Weil ab jetzt sollten wir für Berliner Turniere mindestens 1 Euro. So wie Xbox verlangt hat, immer ein Arzt wegen Corona. Ja. Davor, vor der Venue, erstmal checken. Was? Und wegen Herpes. Ja. Ich wollte also ernsthaft verlangt. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ja, hat er bei Twitter. Oh. Oh, Mensch. Oh, nein! Dreht durch. Was war das bitte? Ich habe einen geistesgestörten Clip gerade gemacht. Naja, das ist aber trotzdem schon bei Twitch. Also das ist der Clip ist noch drin, aber. Das ist manchmal kacke. Und dann. Thank you.
Pfannenarbeiter spielen.